Die Continue-Anweisung. Ähnlich wie die Break-Anweisung. Die Continue-Anweisung wird gebildet aus dem Schlüsselwort Continue, optional einem Label und einem Semikolon. Und Sinn und Zweck ist es, beim Break war es ja der Sinn und Zweck, eine Schleife zu verlassen. Und Sinn und Zweck von Continue ist es, ans Ende eines Schleifenrumpfes zu springen. Aber unter Umständen, oder es wird die Schleifenbedingung dann erneut kontrolliert. Die Genau-Semantik ist hier definiert. Fehlt das Label, so wird an das Ende der Schleifenanweisung des innersten Do, While oder vorgesprungen. Beim Break hat ja auch noch Switch eine Bedeutung. Das ist beim Continue nicht der Fall. Existiert eine umgebende Schleife mit einem angegebenen Label, so wird an das Ende der Schleifenanweisung dieser Schleife gesprungen. Schauen wir uns das mal an, an diesem Beispiel. Hier ist das Continue ohne Label innerhalb dieser While-Schleife aufgeführt. X wird auf 0 gesetzt, dann wird überprüft 0 kleiner 10, ist es wahr? Also wird die Schleife ausgeführt. X gleich x plus 1, x wird auf 1 gesetzt. Falls x kleiner als 10 ist, 1 ist kleiner als 10, wird Continue gemacht. Continue führt jetzt dazu, dass ans Ende des Schleifenrumpfes gesprungen wird. Das heißt, diese Anweisungen sind nicht ausgeführt. Jetzt wird aber wohl wiederum diese Bedingung überprüft. 1 kleiner 10, ja, also x wird erhöht auf 2, 2 kleiner 10, Continue und so weiter. Und erst für den Fall, dass x hier auf 10 ist, wird diese Anweisung nicht ausgeführt. Hier wird x auf 10 erhöht, x ist auf 9, wird auf 10 erhöht. Diese Bedingung ist jetzt nicht mehr erfüllt, also wird ausgegeben x gleich 10. Und im nächsten Fall wäre jetzt die Schleifenbedingung nicht mehr erfüllt und die Anweisung, die Wahlanweisung beendet. Continue springt also immer ans Schleifenende. Und die Bedingung wird dann noch wieder ausgeführt.